Was tun Sie persönlich, um nachhaltig und umweltbewusst zu leben? Ja, ist ja immer so eine Frage. Am Ende versucht man bei sich selbst anzufangen, ob es jetzt ist, dass man weniger Plastik benutzt, dass man weniger Wasser verschwendet, weniger Müll an sich hat, sei es Ernährung oder was auch immer. Also ich glaube, jeder muss da bei sich anfangen. Ich versuche mich gut zu ernähren, wenig Fleisch zu essen, wenig Dinge zu essen, die wirklich der Umwelt schaden. Hab ein Elektroauto mir zugelegt, solche Dinge. Also man tut sein Bestes und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, einfach so ein Zeichen auch für seine Mitmenschen, für seine Freunde ein bisschen zu setzen. Deswegen, ja, einige Dinge tut man, bei einigen Dingen muss man noch ein bisschen nachlegen, ja. Wir freuen uns, dass hier endlich ein Event mit echten Menschen ist. Wie fühlt es sich für Sie an? Worauf freuen Sie sich vor allem besonders? Was ist jetzt wieder möglich? Es fühlt sich ungewohnt an, so viele Menschen auf einem Fleck und auch manche ohne Maske, so auf dem grünen Teppich. Ist sehr ungewohnt, aber trotzdem, es fühlt sich gut an, wieder ein bisschen Nähe zu spüren. Ich glaube, das brauchen wir alle, weil die Zeit ist und war sehr, sehr schwer. Isolation, alle ein bisschen alleine. Deswegen glaube ich, tut es uns gut, wieder ein bisschen unter Menschen zu kommen.